schönen Sonntag. Herzlich willkommen zum Hohen Haus, heute mit diesen Themen. Dicke Luft, die Stimmung zwischen den Regierungsparteien ist im Keller. Jobwechsel, nach der EU-Wahl wechseln 4 Nationalratsabgeordnete ins EU-Parlament. Gefährliche Nachbarn, das EU- und NATO-Land Litauen fühlt sich von seinen Nachbarn Russland und Belarus bedroht. Die Stimmung zwischen den Regierungsparteien ist am absoluten Gefrierpunkt, nachdem die grüne Umweltministerin gegen den ausdrücklichen Willen der ÖVP der EU-Renaturierungsverordnung zugestimmt hat. Jener Verordnung, die die EU-Länder in einem ersten Schritt dazu verpflichtet, 20% an geschädigter Fläche wiederherzustellen. Die Kanzlerpartei reagiert nach dem Ja der Ministerin mit Anzeige und Klage gegen Ministerin Gewessler wegen Amtsmissbrauchs, und angekündigt ist auch eine Klage beim EuGH gegen den Beschluss des Gesetzes. Susanne Deubel hat mit mehreren Fachleuten über die Erfolgschancen dieses Vorgehens gesprochen. Am Grünen Bundeskongress, wo die ersten 12 grünen Kandidatinnen und Kandidaten auf der Bundesliste für die Nationalratswahl gewählt werden, wird Leonora Gewessler gefeiert. Die Abstimmung zum EU-Naturschutzgesetz hat bewiesen, dass es sich eben im entscheidenden Moment auszahlt, wenn Grüne mitreden. Auch im EU-Umweltministerrat in Luxemburg war man sichtlich froh, dass Österreich für die Renaturierungsverordnung gestimmt hat. Ich glaube, es wäre sehr schwierig, den Menschen zu erklären, warum wir nach jahrelangen Verhandlungen und Kompromissen am Ende nicht zustimmen, obwohl wir uns bereits im Herbst sowohl im Rat als auch im Parlament geeinigt haben. Das würde unserer Glaubwürdigkeit massiv schaden. Tatsächlich waren in diesem Verhandlungsprozess die konservativen Parteien Europas federführend beteiligt. Am Ende aber stimmt die Klimaministerin gegen den Willen der ÖVP der überarbeiteten Version der Renaturierungsverordnung zu. Stimme ich heute für die Annahme des Vorschlags. Für die Grünen ein Schub in Richtung Nationalratswahl. Ich finde, sie hat genau die richtige Entscheidung getroffen, und ich erlebe das auch in meinem Umfeld. Ich komme aus Oberösterreich, wo viele ja mit den Grünen in den letzten Wochen ein bisschen herumgeeiert haben. Aber jetzt sagen sie, das war jetzt genau das, was sie umgedreht hat, dass sie bei der Nationalratswahl grün wählen. Wir sind in Wirklichkeit sehr, sehr erleichtert, dass die Entscheidung jetzt für ganz Europa so gefallen ist. Darum ist Regierungsbeteiligung aus meiner Sicht eine ganz wichtige Sache, weil da werden viele Themen sonst nicht am Tisch. Ohne eine Ministerin Gewessler wird es heute schon einen Lobautunnel geben oder wäre zumindest im Bau. Und auch dieses Renaturierungsgesetz hätten wir nicht beschließen können. Ich finde, die Klimaministerin hat damit großen Mut bewiesen und am Weitblick. Und ich denke, zu dieser Einsicht wird die ÖVP auch noch kommen. Für den Regierungspartner ÖVP bedeutet das einen massiven Vertrauensverlust. Mit einem Brief an Brüssel versuchte die ÖVP, die Abstimmung zu verhindern, indem man Gewessler ihre Legitimation absprechen wollte. Good morning. Der zuständige belgische Vorsitzende des EU-Umweltministerrats lässt sich von den Unstimmigkeiten in Österreich aber nicht beeindrucken. That's a controversy in a internal controversy in Austria. Das ist ein innerstaatlicher Konflikt in Österreich. Das ist nicht mein Problem. Für uns zählen die Stimmen der Personen, die am Tisch sitzen. Bundeskanzler Nehammer gibt am selben Tag in Brüssel eine Pressekonferenz. Es gibt auf der einen Seite jetzt das Ankämpfen gegen diesen Beschluss, der aus unserer Sicht rechtswidrig entstanden ist, auch nach der Ansicht des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes, der rechtswidrig zustande gekommen ist jetzt innerhalb der Europäischen Union, und auf der anderen Seite gibt es jetzt Anzeigen wegen Amtsmissbrauch im Inland. Kaum ein Rechtsexperte glaubt an den Erfolg dieses Vorgehens. Ein Amtsmissbrauch ist grundsätzlich nur bei Verwaltungshandeln möglich. Das heißt, bei einer Amtstätigkeit im Zuge der Vollziehung der Gesetze. Allerdings die Mitwirkung im Europäischen Rat ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im österreichischen Sinne als Teil der Gesetzgebung zu werten, und da gibt es keinen Amtsmissbrauch. Der zweite Grund ist natürlich, dass, wie medial bekannt ist, es unterschiedlichste Gutachten gibt, die mit sehr guten Gründen zum Schluss kommen, dass die Handlungsweise rechtlich in Ordnung war. Und insofern entfällt schon die subjektive Tatseite ein Vorsatz. Ich rechne nicht damit, dass überhaupt eine Einleitung eines Strafverfahrens erfolgen wird. Auch die von der ÖVP angekündigte Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof, mit der man die österreichische Ja-Stimme zur Renaturierungsverordnung für ungültig erklären will, scheint nicht erfolgversprechend zu sein.
wenn ich jetzt irgendwelche internen Mängel im Vertretungsverhältnis habe, Bindungswirkungen, die außer Acht gelassen werden bei der Abstimmung, dann schadet das dem gültigen Zustandekommen des Rechtsakts auf EU-Ebene nicht. Das ist ganz herrschende Auffassung und hat was damit zu tun, dass man Rechtssicherheit auf der europäischen Ebene haben möchte, dass dann eben nicht Mitgliedstaaten kommen und sagen, ja, eigentlich durfte mein Minister gar nicht zustimmen. An der Gültigkeit der Abstimmung ändert auch der Brief des Bundeskanzleramts nichts. Der Brief des Bundeskanzlers hat meines Erachtens überhaupt keine juristische Bedeutung. Das ist der Versuch, auf europäischer Ebene Zweifel an der Vertretungsbefugnis zu nähern. Nur die Vertretungsbefugnis ergibt sich ganz klar aus der Anlage zum Bundesministeriengesetz, wo, das war die Anlage 2, wo genau aufgezählt ist, wer für welches Ressort welche Zuständigkeiten hat. Und die allgemeine Umweltpolitik ist Sache des Klimaministeriums und das ist ein Fall allgemeiner Klimapolitik. Was die ÖVP im Vorfeld versuchen hätte können, dem Bundespräsidenten die Entlassung der Klimaministerin vorzuschlagen, das ginge auch jetzt noch. Ich könnte immer noch die Abberufung vorschlagen, ich könnte das auch über einen Misstrauensantrag machen, also über den Nationalrat machen. Ich könnte natürlich eine Ministeranklage auch machen, auch das setzt den Nationalratsbeschluss voraus. Es könnten auch die Länder eine Ministeranklage machen, das setzt allerdings gleichlautende Beschlüsse aller Landtage voraus, was natürlich angesichts der politischen Situation eher unwahrscheinlich scheint. Und jede Landesregierung könnte vom Verfassungsgerichtshof feststellen lassen, ob die Ministerin tatsächlich ihre Kompetenzen überschritten hat und ein Verstoß gegen eine Bund-Länder-Vereinbarung vorliegt. Das ist ein schwerwiegender Vorwurf, Verfassungsbruch durch die Ministerin. Man könnte das ganz leicht durch den Verfassungsgerichtshof klären lassen, ob das wirklich so ist. Ich verstehe nicht, warum es nicht gemacht wird. In so einem Fall würde ich auf jeden Fall, wenn ich überzeugt bin, dass sie einen Rechtsbruch begangen hat, mich an den Verfassungsgerichtshof wenden und mir die Bestätigung holen. Die Klimaministerin hat allerdings die besseren Karten, auch wenn sie vermutlich geschickter hätte vorgehen können. Rechtspolitisch gesprochen wäre es natürlich besser gewesen, wenn die Ministerin die neuen Stellungnahmen der Bundesländer Wien und Kärnten zum Anlass genommen hätte, nochmals auf die Länder zuzugehen, nochmals zu verhandeln, wirklich abzuklären, ob die Bedenken ausgeräumt wurden und allenfalls zu bestätigen zu lassen, ob diese Stellungnahme noch aufrecht ist oder nicht, und zwar einheitlich aufrecht ist oder nicht. Der Stimmung am Grünen Bundeskongress tut das freilich keinen Abbruch. Für Leonore Gewessler auf Platz 2 des Bundeswahlvorschlags stimmten 98,1% der Delegierten. Mehr als für Werner Kogler auf Platz 1. Er bekam 94,5% der Stimmen. Und im Studio begrüße ich dazu jetzt Politikberater Thomas Hofer. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Herr Hofer, noch 98 Tage bis zur Nationalratswahl. Die schwarz-grüne Bundesregierung ist sozusagen stehend K.O. Was kann man denn noch erwarten, was da noch alles passieren wird? Es gibt noch etliche Entscheidungen, zum Beispiel, wer wird neuer EU-Kommissar oder das Klimaschutzgesetz, das immer noch nicht auf Schiene ist, das wahrscheinlich auch nicht mehr auf Schiene kommen wird, nehme ich an. Also es ist klar, dass wir es trennen müssen in Richtung thematische Themenbereiche oder Bereiche. Und da glaube ich nicht mehr, dass viel gehen wird. Gerade nicht bei denen, die quasi umstritten sind aus ideologischen oder sonstigen positionierungstechnischen Gründen. Es war auch vor dieser Eskalation da in den vergangenen Tagen so, dass in Richtung Klimaschutzgesetz, auch alles, was Energiegesetze angeht, es so ausgeschaut hat, dass da gar nichts mehr geht. Dort, wo es allenfalls, wenn es den Pragmatismus auf beiden Seiten doch noch gibt, was gehen kann, ist eben das von Ihnen angesprochene Personalpaket. Denn das ist ja nicht nur der EU-Kommissar oder die Kommissarin, sondern da sind ja Richtersposten auf europäischer Ebene drinnen, da ist auch die ÖNB zum Beispiel, also Nationalbank drinnen. Und da können natürlich die Grünen schon auch noch besetzen. Da ist die Frage, wie zerrüttet ist das jetzt? Da gab es natürlich jetzt Verletzungen. Aber da könnte noch was gehen, da könnte noch was auf Schiene bringen, aber bei den ideologisch umstrittenen Themen sicher nicht. Die ÖVP und auch der Bauernbund haben jetzt eine Anzeige gegen Gewessler wegen Amtsmissbrauch eingebracht. Was bedeutet denn das jetzt politisch? Nun, politisch bedeutet das, dass man irgendwie auf halbem Weg eigentlich Halt gemacht hat. Denn einerseits ist es ein unglaublich starkes Signal, das ist richtig, das zeigt eben die Zerrüttung in der Koalition, das zeigt auch den Furor, auch dass die Landesräte dann die Frau Gewessler sitzen gelassen haben etc. da vor zwei Tagen. Das lässt tief blicken. Aber man hat vor der
tatsächlichen politischen Konsequenz zurückgescheut. Das heißt, zum Bundespräsidenten zu gehen und zu sagen, bitte schön, entlassen Sie die Ministerin oder eine Ministeranklage zu machen oder eben formal auch die Koalition zu beenden. Warum ist das so? Weil die Alternative aus Sicht des Kanzlers deutlich schlimmer, deutlich mühsamer gewesen wäre. Ein freies Spiel der Kräfte, wo die ÖVP tatsächlich Passagier gewesen wäre, vielleicht in vielen Punkten. Und natürlich auch das Narrativ nicht weiter zu erzählen gewesen wäre von wegen Krisenkanzler, der versucht, das Schiff mit ruhiger Hand bis wirklich zum letzten Tag der Legislaturperiode da zu steuern. Das wäre alles weg gewesen und deswegen hat man mit geballter Faust im Hosensack dann eben diese rechtliche Geschichte beschrieben. Der Kanzlerbonus wäre weg gewesen, weil Sie jetzt gerade den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen angesprochen haben. Da hat ja die FPÖ gesagt, warum hat sich der Herr Bundespräsident nicht eingeschaltet und hat sich da wahnsinnig echauffiert. Was ist denn da Ihre Meinung dazu? Hätte er das machen sollen? Natürlich ist es dem Bundespräsidenten da oder dort schon passiert, dass er sich mal zu Wort gemeldet hat, zum Beispiel in der Causa Schilling, wo ich mir gedacht hätte, das wäre jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen. Aber ich glaube nicht, dass es gescheit wäre für den Bundespräsidenten, da jetzt bei jedem Koalitionskrach, sage ich mal, und das ist beileibe nicht der erste, auch nicht, was Ministerin Gewessler angeht, Stichwort Lobautunnel, da war es auch sehr, sehr heftig, zumindest hinter den Kulissen, in dem Fall allerdings mit dem Wirtschaftsbund und nicht mit dem Bauernbund quasi als Hauptverärgertem. Also wenn er sich da immer einmischt und immer das kommentiert, dann ist er natürlich irgendwann selber am Spielfeld. Und das tut einem Staatsoberhaupt dann selten gut. Das heißt, es war die richtige Entscheidung, dass er sich da nicht eingemischt hat? Ja, grundsätzlich auch, wenn er sich selber nicht immer an diese Regel gehalten hat. Weil Sie gerade jetzt auch den Lobautunnel angesprochen haben, da hat ja die Ministerin Gewessler eigentlich dasselbe gemacht, aber da hat sich damals die ÖVP nicht so wahnsinnig echauffiert. Warum eigentlich nicht? Zeitpunkt. Ich glaube, der Zeitpunkt war ein ganz anderer. Das war quasi, war Kanzler Nehammer noch nicht lange im Amt. Es gab tatsächlich sogar Gutachten von ÖVP-nahen Institutionen, die nahegelegt haben, dass das eine Ministeranklage rechtfertigt. Damals gab es eben auch eine Weisung in Richtung Asfinag-Vorstand. Und auch der Lobautunnel steht in einem Gesetz. Also da haben viele sozusagen die Emotionen sehr, sehr hoch gespielt und gesagt, das müsste das jetzt eigentlich sein. Und Nehammer hat damals aus meiner Sicht nachvollziehbar gesagt, nein, aus Koalitions Raison macht man das nicht, auch wenn das in dem Fall einen Bund massiv verärgert in der ÖVP. Jetzt ist natürlich das ganz anders. Wir stehen wenige Wochen, also 14, 15 Wochen vor der Nationalratswahl und da geht es um Positionierung und das ist ja nicht ganz neu. Schon in den vergangenen Monaten haben sich ÖVP und Grüne strategisch, würde ich fast sagen, aneinander abgearbeitet, weil man ja auch nicht viel Zielgruppen teilt. Jetzt ist es aber für die ÖVP heikel, denn es gibt auch eine Erzählung, jedenfalls innerhalb der Partei von Kritikern, die da heißt, der kleine Koalitionspartner quasi führt den Großen vor und das will man natürlich vermeiden. Und da war natürlich diese sehr forsche Vorgangsweise der Ministerin dazu geeignet, dieses schwierige Narrativ für die ÖVP da noch einmal nach vorne zu bringen. Jetzt konnte sie sicher bei den Wählerinnen und Wählern punkten beim eigenen Stammklientel. Aber ja, wie ist denn das für eine künftige Regierungsbildung möglicherweise? Ist sie noch paktfähig oder denken sich dann mögliche Partner, Koalitionspartner, na gut, puh, auf die kann man sich nicht verlassen, weil die macht eh, was sie will? Das ist der Kollateralschaden der Vorgangsweise, denn ich glaube, für die grüne Positionierung, für die Wahl war das perfekt. Es hat vor allem eines ausgeräumt, nämlich ein Vorurteil an der grünen Basis, nämlich, dass die Grünen da nichts durchgebracht hätten. Erstens stimmt das nicht, gab es durchaus Klimagesetze von Klimaticket bis hin zur CO2-Bepreisung, wo den Grünen schon was gelungen ist, aber das war jetzt noch einmal so ein echtes Ausrufezeichen. Der Kollateralschaden ist das, was Sie ansprechen in der Frage, nämlich das, dass es schon bislang so war, dass in der ÖVP jedenfalls die Mehrheit gesagt hat, na nicht mehr mit den Grünen, eher mit den Neos, dann wohl in einer Dreierkonstellation, allenfalls mit der SPÖ. Und das hat sich sicherlich verstärkt. Und auch auf SPÖ-Seite im Übrigen, wenn man nach Wien blickt, gibt es auch einen gewissen Landeshauptmann Ludwig, der natürlich auch so seine, will ich sagen, traumatischen, aber doch negativen Erfahrungen mit den Grünen hat, wenn man an die Frau Hebein denken, auch den Lobautunnel, das war ihm nicht recht, was Frau Gewessler da gemacht hat. Also da ist die Chance, wenn es zu einer Dreierkonstellation käme, dass das mit den Neos stattfindet, anstatt mit den Grünen, sehr, sehr hoch. Ich habe noch zwei Fragen. Die eine wäre, ist jetzt die Causa Schilling eigentlich vergessen mit dieser Geschichte? Es scheint so. Natürlich schwelt die weiter. Wir haben da die erste Tagsatzung gerade gesehen, nicht? Also das wird schon vielleicht auch befördert werden von anderen. Aber innerhalb der Grünen, muss man sagen, ist das weitgehend vergessen. Und da versucht man natürlich den Blick nach vorne zu richten. Hat jetzt eben Schwung aufgenommen mit dem Thema Gewessler bzw. der Renaturierung. Und deswegen versucht man das an den Rand zu drehen. Es war im Übrigen schon im EU-Wahlkampf finnisch so, wo eben Gewessler kam mit diesem Thema. Auch der Vorzugsstimmenwahlkampf des Herrn Weiz war dann schon Krisenmanagement, auch wenn es vorher komplett daneben gegangen ist.
Die FPÖ wird im Parlament einen Misstrauensantrag gegen die Ministerin Gewessler einbringen und richtet sich schon an die ÖVP und sagt, naja, schauen wir mal, wie die jetzt abstimmen. Wie wird sich denn die ÖVP jetzt verhalten? Werden die alle geeint sagen, nein, nein, Koalition, ja, okay, wir bringen das noch irgendwie fertig? Ich habe vorher die geballte Faust im Hosensack angesprochen, die wird es weitergeben. Kanzler hat gesagt, die Koalition wird es weitergeben, trotz aller Mühen und Wehen. Und deswegen nehme ich an, dass die ÖVP da dagegen stimmen wird müssen, aus Koalitionsräson, um den Bestand zu garantieren. Auch wenn dann natürlich die FPÖ das weidlich ausnutzen wird und natürlich genau dort in diesen Fuhrer der ÖVP reinsticht, genüsslich. Aber am Ende des Tages wird der ÖVP nichts anderes übrig bleiben, als Gewessler zu halten. Jetzt geht sich noch eine Frage aus, eine kurze. Ist eigentlich eine künftige Zusammenarbeit zwischen Schwarz und Grün auf Regierungsebene, also nach der Nationalratswahl, jetzt damit ausgeschlossen, mit diesem Vertrauensbruch? Oder kann man dann sagen, na gut, neues Spiel, neues Glück? Sie ist sehr unwahrscheinlich geworden. Ausgeschlossen ist es nicht, allein deshalb, weil wir nicht wissen, welche Mehrheiten sich wirklich ausgehen. Ist ja nicht gesagt, dass es zum Beispiel aufgrund des Antretens der Bierpartei, vielleicht kommt auch die KPÖ in den Nationalrat, dass es vielleicht sogar mit einer Dreierkonstellation schwierig wird, wenn man dann einen vierten Partner braucht. Also das ist für viele jetzt eine Horrorvision, natürlich, weiß ich schon, dann ist das nicht ausgeschlossen. Also da soll man vorsichtig sein. Aber noch einmal, ich glaube, in der Pole Position, wenn es nur unter Anführungszeichen drei Partner braucht und es ohne die FPÖ gehen muss, quasi aus Sicht der anderen Parteien, dann sind sicherlich die Neos eben in dieser Pole Position und nicht mehr die Grünen. Vielen Dank, Herr Hofer, für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gern. Das Gespräch haben wir voraufgezeichnet. Nach der Wahl zum Europäischen Parlament vor 2 Wochen steht fest, dass zukünftig auch 4 Nationalratsabgeordnete in das EU-Parlament in Brüssel und Straßburg einziehen werden. Am 16. Juli findet die erste Sitzung des Europäischen Parlaments statt. Aber wer wird für die 4 aus dem Nationalrat ausscheidenden Mandatare nachrücken? Und wie relevant ist das überhaupt? Denn vielleicht werden sie nur für 1 oder 2 Plenarsitzungen dem Hohen Haus angehören. David Meudl hat mit den scheidenden Nationalratsabgeordneten über ihre neuen politischen Aufgaben gesprochen und sich angesehen, wer jetzt nachrücken wird. Freuen Sie sich auf Ihre neuen Aufgaben im Europäischen Parlament? Ja, die haben schon begonnen. Ich war schon in Brüssel 3 Tage. Selbstverständlich, sonst wäre ich nicht angetreten. Es ist spannend, weil es noch einmal etwas völlig anderes ist als hier. Ja, ich freue mich sogar sehr auf die neuen Aufgaben. Reinhold Lopatka ist seit mehr als 20 Jahren Abgeordneter, war auch Staatssekretär und ist Experte für Außenpolitik. Was möchte er für Europa erreichen? Ich möchte, dass die Europäische Union das bleibt, was sie bisher geschafft hat, nämlich auf diesem Planeten, wo Wohlstand, wo soziale Absicherung durch eine entsprechende wirtschaftliche Leistung, die wir gemeinsam erbringen, auch in Zukunft gewährleistet werden kann. Das Mandat von Lopatka bleibt in steirischer Hand. Für ihn nachrücken wird Kerstin Fladerer, Rauchfangkehrermeisterin aus Fürstenfeld. Wir sind ursprünglich entstanden wegen einem Brandschutz. Das war der erste und höchste Gedanke, weil die Häuser so nah nebeneinander gebaut sind gewesen. Und da war es ein Glück, wenn der Rauchfangkehrer durch die Straßen gegangen ist und den Rauchfang gekehrt hat. Eine völlig andere Meinung über die EU hat der Osttiroler Freiheitliche Gerald Hauser. Die Entwicklung geht vollkommen in die falsche Richtung. In Brüssel wird Politik für die Mächtigen, für die Globalisten dieser Welt und nicht für die Bevölkerung betrieben. In allen Bereichen beginnend von der vollkommen faktenwidrigen Covid-Politik, die in Brüssel ihren Ausgang genommen hat, über das extreme Gelddrucken, das die Inflation befeuert hat, die Bevölkerung ein drittes Mal geschädigt hat, bis hin zur Abschaffung der traditionellen Landwirtschaft. Also in Brüssel läuft aus meiner Sicht alles falsch. Auch sein Mandat bleibt im Bundesland. Carmen Schimanek aus Wörgl war schon bis 2019 Abgeordnete zum Nationalrat. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass wir das jetzt beschließen können. Denn ich arbeite schon seit dem Jahr 2008 an diesem Thema. Auch Petra Steger wechselt nach 11 Jahren im Nationalrat ins Europaparlament. Sie war eigentlich schon vor 5 Jahren gewählt worden, hat damals aber auf ihr Mandat verzichtet. Dieses Mal nehme ich das Mandat selbstverständlich an. Damals war eine komplett andere Situation, weil dann in Wahlmanipulationsmanier 10 Tage vor der Wahl ein Video gezündet wurde, was dann natürlich parteiinterne andere Notwendigkeiten auch vorhanden waren. Und damals wurde ich gebeten, ob es mir recht wäre, auch nochmal in den Nationalrat einzuziehen. Und ich habe damals gesagt, ich bin sowohl gerne Nationalratsabgeordnete als auch jetzt EU-Abgeordnete. Beides sind sehr auch verantwortungsvolle und tolle und schöne Aufgaben, die ich gerne mache. Aber jetzt ist es soweit, jetzt gehe ich nach Brüssel. Wer das Mandat von Petra Steger im Nationalrat übernehmen wird, ist noch nicht entschieden.
Aus dem Bundesrat nach Brüssel wechselt die SPÖ-Mandatarin Elisabeth Grossmann aus der Steiermark. Es wird zwar sehr viel Geld für die Landwirtschaft ausgegeben, Sie haben es ausgeführt, Herr Minister, aber von dem Geld haben wenige viel und viele wenig. Und das ist das Problem. Im Bundesrat folgt auf Sie die Bürgermeisterin von Spital am Semmering, Maria Fischer. Ihre Gemeinde war zeitweise sehr durch ein Asylquartier belastet. Wenn ich jetzt sagen würde, dass irgendwer von den Asylsuchenden unfreundlich ist oder irgendwie ungut ist, dann würde ich lügen. Nur für diesen Ortsteil ist es einfach die Anzahl 300 einfach zu viel. Helmut Brandstätter hat sein Nationalratsmandat bereits zurückgelegt, um sich voll auf Europa konzentrieren zu können. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Österreich nur stark ist, wenn Europa stark ist. Und das sehen wir bei der Forschung, sehen wir in der Wirtschaft, aber gerade auch in der Sicherheit. Da hatten wir die Illusion, es kann uns eh nichts passieren. Wir haben gesehen, Putin hat die unabhängige, bündnisfreie Ukraine überfallen. Putin droht auch uns, seine Leute drohen auch uns. Und da werden wir uns wehren müssen, darüber haben wir auch schon gesprochen, als Liberale, dass wir da gemeinsam auftreten wollen. Brandstätters Nachfolger ist bereits angelobt. Der Wiener Rechtsanwalt Karl Arthur Arlamowski wechselt vom Bundesrat in den Nationalrat, zumindest für die letzten Monate der Legislaturperiode. In den nächsten Monaten, denke ich, wird sich nicht mehr viel parlamentarische Arbeit abspielen. Von den Regierungsparteien kommt wahrscheinlich sehr wenig. Und deswegen nehme ich an, dass auch im Parlament eher von den anderen Parteien das als Bühne für den Wahlkampf genutzt werden wird. Daher glaube ich, dass meine Einsatzmöglichkeiten im Nationalrat in den nächsten Monaten nicht besonders ausgiebig sein werden. Möchte er auch nach der Nationalratswahl Ende September im Hohen Haus verbleiben? Das habe ich vor, ja, das wünsche ich mir. Ich stehe auch auf der Liste bei der nächsten Wahl. Und ob es sich ausgehen wird, entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Ich hoffe sehr darauf. Das Europäische Parlament jedenfalls startet am 16. Juli in die fünfjährige Legislaturperiode. Der Name des Wiener Café Westend war mehr als 40 Jahre lang Programm. Hier in Österreich endete der Westen. Heute ist unter anderem das kleine EU- und NATO-Land Litauen das Ende des Westens. Es grenzt sowohl an Russland als auch an Belarus und fühlt sich von den beiden Staaten bedroht. Litauen war die erste ehemalige Sowjetrepublik, die im Jahr 1990 ihre Unabhängigkeit erklärt hat, die allerdings durch Russland immer wieder in Frage gestellt wird. Das litauische Parlament hat daher mit großer Mehrheit scharfe Maßnahmen zum Schutz der Grenzen erlassen. Mein Kollege Stefan Gera war dort. Seit kurzem ist er fertig, der massive Zaun zwischen Litauen und Belarus. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern dramatisch verschlechtert. Litauen grenzt sowohl an Russland, nämlich Kaliningrad im Westen, als auch Belarus im Osten. 680 Kilometer lang ist diese Grenze. Die Regierung in Vilnius hat den Zaun beinahe durchgehend aufgestellt und 4 von 6 Grenzübergängen geschlossen. Heute wird die Grenze lückenlos überwacht, erzählt uns der Kommandant der litauischen Grenzpolizei. Nun wird die gesamte Außengrenze mit modernen Überwachungssystemen kontrolliert. Dafür haben wir einige Gesetzesänderungen in unserem Rechtssystem durchgeführt. Außerdem haben wir eine physische Infrastruktur an der Grenze aufgebaut, um illegale Grenzübertritte zu verhindern. Die physische Infrastruktur ist eine Folge der Flüchtlingskrise vor 3 Jahren. Damals hat Minsk tausende Menschen aus dem Nahen Osten zur Grenze gebracht, um den Westen zu schwächen. Als Reaktion darauf hat der Seimas, also das litauische Parlament, beschlossen, Migranten nach Belarus zurückzuweisen. Experten kritisieren, das seien illegale Pushbacks. Litauen erwidert, man müsse zwischen natürlicher und instrumentalisierter Migration unterscheiden. Migration gibt es jetzt fast keine mehr. Aber die Provokationen gehen weiter. Einmal behauptet Belarus, Vilnius habe eine Kampfdrohne nach Minsk geschickt. Dann wieder stört Russland das GPS-Signal für Flugzeuge im Baltikum oder kündigt an, die Seegrenzen vor Kaliningrad verschieben zu wollen. Weißes Rauschen, so nennt der politische Beobachter Ljudas Dabkusch diese Sticheleien. Das ist ein weißes Rauschen, das sie permanent aussenden.
Da war dieser Ryanair-Flug vor 3 Jahren, den sie vom Himmel geholt und dann einen Oppositionellen in Minsk verhaftet haben. Seit diesem Zeitpunkt versuchen sie, die Lage in der Region zu destabilisieren. Das klappt aber nicht. Je mehr Störaktionen aus Minsk und Moskau kommen, desto deutlicher stellt sich Litauen auf die Seite der Ukraine. Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat, man kann sagen, Urängste hier in Litauen geweckt. Die Sowjets haben mindestens 130.000 Litauer und Litauerinnen nach Sibirien verschleppt. Das ist der Hauptgrund dafür, warum dieses kleine Land heute einer der größten Unterstützer der Ukraine ist. Und das auch laut und deutlich sagt Putin: Das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag wartet auf dich. So prangt es am Büro des Bürgermeisters. Und das wohl originellste Straßenschild Europas findet man ebenfalls in Vilnius. Es weist den Weg nach Minsk, okkupiert vom Kreml. Jetzt gerade wird die Zukunft Europas in der Ukraine entschieden. Manche sagen, okay, da ist das Baltikum, dann kommt Polen, dann Deutschland, dann erst Österreich. Aber heutzutage können Raketen wirklich schnell von Teheran nach Tel Aviv fliegen. Und in Wien können sie welche abbekommen, wie jeder andere auch. Auch die Jungen haben eine eindeutige Meinung zu den Nachbarn. Das zeigt unsere kleine Straßenumfrage. Unsere Nachbarn sind sehr freundlich, ausgenommen Russland und Belarus. Die sind wie Teamies. Sie verbünden sich gegen andere. Wir erwarten, dass der Krieg bald endet und dass die Ukraine bis dahin weiterkämpft. Was Putin den Ukrainern angetan hat, ist grausam, nicht fair. Wir hoffen wirklich, dass die Ukraine das alles beenden kann. It's just cruel to what he does to Ukrainians. It's not fair and we really hope that Ukraine ends all of this. Kann aber auch sein, dass sich alles in die Länge zieht. Erst vor wenigen Tagen hat das litauische Parlament sämtliche russische und belarussische Radio- und Fernsehsender verboten, und zwar auf unbestimmte Zeit. Auch die Zivilisten bereiten sich vor. Das sind keine Soldaten, sondern Mitglieder der paramilitärischen Schützenunion. Lehrerinnen, Juristen, Arbeiter. Der Gesetzgeber erlaubt es ihnen, Waffen zu tragen und tief im Wald den Kampf gegen eine russische Invasionsarmee zu üben. Die Stärke jedes Landes ist die Bevölkerung, die zeigt, dass sie sich verteidigen kann. Sagt Reda Vaciuliene. Sie ist Unternehmensberaterin und die Kommandantin dieser Kompanie. Seit dem Überfall auf die Ukraine erlebt die Schützenunion einen Riesenzulauf. 15.000 Zivilisten stehen bereits unter Waffen. Das, so hofft Reda, soll eine starke, abschreckende Wirkung auf Russland und Belarus entfalten. Litauens ungeliebte Nachbarn im Westen und im Osten. Stefan Gera hat berichtet. Und hier geht es jetzt wieder weiter mit der Orientierung. Und Sandra Sabo, ich freue mich, wenn Sie am kommenden Sonntag wieder einschalten zum Hohen Haus. Bis dahin, eine gute Woche. Auf Wiedersehen.